Vicky an Tower, Vicky an Tower, gehört ihr mir? Roger. Tower Zürich, ja Vicky, wir hören dich. Wie könnt mir dir helfen, Roger? Sagt die Stimme aus dem Funkgerät. Ich suche meine Engelfreunde Hoppla und Gispi. Die hätten heute Morgen bei uns landen, Roger, erklärt der Vicky. Wir haben keine Engel auf dem Radar, Roger, sagt der Mann zurück. Der Vicky ist am Verzweifeln. Die zwei Engel hätten doch schon lange ankommen. Wo sind die? Hoffentlich ist nichts passiert. Hello, Vicky to Tower. Can you hear me? Roger? Stackelt der Vicky auf Englisch. Here, Tower in London. We can hear you, Roger. Ah, in London hört man der Vicky durch den Funk. I miss my angel friends, Hoppla and Gispi. Roger? Der Vicky sagt, er vermisse seine Engelfreunde. No angels on the radar here, Roger. Keine Engel auf dem Radar, sagt die Stimme. Mist, auch in London finden sie sie nicht. Der Vicky dreht noch ein bisschen an den Frequenzen von seinem Funkgerät um, wo plötzlich eine Meldung hineinkommt. Hier Tower in Stockholm. Vicky, kannst du mich hören? Roger. Hier Vicky, ja, ich kann sie hören. Roger, antwortete Vicky. Wir haben hier zwei Engel auf dem Radar gefunden. Ich glaube, das sind Hoppla und Gispi. Sie sind in Richtung Y geflogen. Roger. Ja, was machen denn die da oben, Roger? Fragte Vicky. Das weiß ich auch nicht. Das musst du sie schon selbst fragen, Roger. Ja, bravo. Der Hoppla und das Gispi sind in Uppsala statt zu Bauch. Ach, wie ist echt das passiert? Derweile läutet dungen in Stubes Telefon. Hallo, da ist der Plotsch. Der Plotsch nimmt gerade das Telefon ab. Ja, hallo Plotsch, ich bin's, der Hoppla. Los, wir haben uns voll verflogen und sind in Schweden statt in der Schweiz gelandet, hört man der Hoppla am anderen Ende vor Leitung sagen. Ach, der Plotsch schüttelt nur den Kopf. Das hätte ja so weit kommen. Der Hoppla hat auch die falsche Adresse im Navi eingegeben. Wir sind hier in Uppsala. Ich fühle mich gerade ein bisschen daheim. Der Hoppla in Uppsala. Der Hoppla kann sich fast nicht mehr holen. Er findet es so lustig. Der Platsch hingegen kann gar nicht darüber lachen. Der nervt sich nur. Hier gibt es alle Engel WG. Der Knut und die Linnea haben uns aufgenommen. Die haben hier im Domturm eine mega Luxuswohnung mit Blick über die ganze Stadt und sogar eine Sauna haben die. Der Hoppla erzählt und erzählt und erzählt. Das ist schön und gut, aber wann kommt ihr jetzt hierher? Unterbricht ihn der Plotsch etwas ungeduldig. Wir bleiben jetzt noch eine Nacht hier. Wir müssen uns etwas aufwärmen. Es ist nämlich furchtbar kalt hier in Schweden. Aber morgen Morgen fliegen wir gerade ab. Der Vicky kommt die Stegen runter und will wissen, mit wem der Plotsch hier telefoniere. Als er hört, dass der Hoppla und das Gispi in Uppsala gelandet sind, schüttelt all den um den Kopf und nimmt dem Plotsch den Hörer aus der Hand. Hey Hoppla, du bist doch ein Lappi! Wieder verputzt der Hoppla fast vor Lachen. Lappi, Lappland, ja, das gibt es auch in Schweden. Schweiz,
nicht Schweden. Das ist doch nicht so schwer. Der Vicky erklärt dem Lappi, hoppla, nochmal genau der Weg. Und sagt ihm, sie sollen dann am Morgen gleich losfliegen. Es hat gang viel Engelsverkehr. Als der Vicky den Hörer aufs Telefon legt, schauen der Plotsch und der Vicky sich nur an und müssen laut drauf loslachen. Der Lappi, hoppla, hoppla, Lappi, das gibt's ja nicht, spottet der Plotsch. Das müssen sich die zwei noch lange anhören. Ab morgen gibt's nur noch Knäckebrot zum Morgen und Schöttbular zum Nacht. Der Plotsch und der Vicky machen noch ganz viel Witze und denken sich der eine oder andere Streich aus, für wenn die zwei morgen kommen. Was kommt denn eigentlich noch alles in Sinn? Wenn du den nächsten Tag bei der WG vorbeischaust, oder auf Insta oder auf Facebook, dann findest du es vielleicht heraus.